Paula Becker Modersohn, da geht manchem ein Licht auf. Aber Bremen, Caroline, sag noch mal eben, wie ist sie, warum ist sie überhaupt nach Bremen gekommen? Naja, geboren ist sie ja in Dresden und durch einen besonderen Umstand zog die Familie dann hier nach Bremen. In der Literatur liest man sehr häufig, dass der Vater aus beruflichen Gründen hierher versetzt worden ist. Wenn man etwas tiefer in die Materie einsteigt, dann tun sich da doch interessante Dinge auf. Und zwar der Bruder von Paulas Vater, der hat ja mal ein Attentat verübt. Ja, auf den Kaiser. Und als dann die wunderschöne Stadt Bremen frei wurde, da öffnete sich eine Tür für die Familie. Da war einfach Platz. Und wir öffnen jetzt Ihnen vielleicht bei der Böttcherstraße eine Tür. Und da sind mehr Spuren von Paula, als Sie sich eigentlich vorstellen können. Ja, und hier sehen Sie schon Paula Modersohn Becker Museum, wenn Sie da mal drauf achten. Es heißt öfter mal Paula Becker Modersohn, so wie wir es auch im Vorspann genannt haben. Des Öfteren findet man aber auch Paula Modersohn Becker. Da streiten sich eigentlich die Gelehrten drüber, wie es denn nun richtig ist, ne? Naja, aber sie hat doch Otto Modersohn geheiratet und ich kenne die Geschichte so, dass in dem Museum sind sowohl seine als auch ihre Werke ganz ungewöhnlich. Ja, ungewöhnlich ist auch das. Weißt du, wo das ist? Ja, das ist am Eingang zur Böttcherstraße. Das ist der Lichtbringer. Genau, der Lichtbringer von Bernhard Höttger. Finden Sie übrigens, wenn Sie davor stehen, rechts unten an der Wand. Da steht es. Und Bernhard Höttger hat ja doch auch einiges mit ihr zu tun. Ja, hätten Sie es gewusst, Höttger und Paula Modersohn Becker haben sich gekannt. Und wissen Sie, wie das zustande gekommen ist? In Paris haben sie sich kennengelernt. Paula ist ja gerne nach Paris gereist, um sich Anregungen von großen Künstlern zu holen. Sie hat dort die Museen besucht. Und da im Zuge hat sie auch Bernhard Höttger und seine Frau Lee kennengelernt. Sie haben sich angefreundet. Und Paula hat ja dann später auch Lee Höttger des Öfteren gemalt, porträtiert sozusagen. Und Bernhard Höttger war ein großer Fan von Paula. Er hat sie ermutigt, weiterzumachen. Denn zu ihren Lebzeiten hatte sie eigentlich gar nicht so viel Erfolg. Dieser Hype, der setzte erst nach ihrem Tod ein. Und Bernhard Höttger hat immer zu ihr gesagt, Paula, bleib dran, mach weiter. Du kannst zeichnen. Du kannst oder zeichnen nicht. Du kannst malen. Das ist wirklich toll. Und er hat sich nachher auch als der große Sammler geoutet. Er hatte eine Vielzahl von Bildern von ihr. Als sie denn gestorben war, kam das heraus. Und sie hat ja in ihrem Atelier immer ganz heimlich eigentlich, also im Stillen gemalt, sagen wir es mal so. Eine Vielzahl von Bildern und Zeichnungen, alles Mögliche hat sie geschaffen. Das ist, glaube ich, eines ihrer Lieblingsmotive, Mutter mit Kind. Genau. Das war eines ihrer Lieblingsmotive. Da gibt es ja diverse Bilder, auch mit Mathilde zum Beispiel, der ersten Tochter, also der Tochter von Otto Modersohn aus erster Ehe. Dieses Kind hat sie sehr geliebt. Und ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass Höttger dann nachher mit Heinrich Vogeler zusammen ihren Nachlass sortiert hat in der Grundschule in Worpswede, in der Turnhalle. Das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Fülle von Bildern gewesen sein muss. Dies hier ist natürlich nicht von ihr, aber das sehen Sie auf dem Weg zu ihr, nämlich, ja, wenn Sie Böttcherstraße links mal schauen, da ist sie, die Krukenträgerin. Übrigens, wer Woldemar Becker ihren Vater ermutigt hat, fördert das Kind, lass sie zeichnen, das war Ludwig Franzius. Ludwig Franzius, der, Sie wissen, mit dem Franzius-Denkmal auf der anderen Seite am Franzius-Eck, aber das ist vielleicht Thema bei einem der nächsten Chronik. Cafés. Ja, Böttcherstraße, haben Sie eigentlich schon mal gesehen, diese Tafel? Da steht Ihr Name auch drauf. Und Ludwig Roselius steht drunter. Und hier können wir schon das Ganze mal etwas näher sehen. Dieses ist das Paula Becker Modersohn Haus. Da steht es wieder andersrum. Und schön beleuchtet ist es natürlich um die Abendstunde und wir haben natürlich ganz sinnbildlich uns auch für den Abend entschieden, weil leider ist von Paula noch immer einiges im Dunkeln. Aber hier steht es, das können doch unsere Zuschauer und Zuschauerinnen doch auch mal selber lesen. Wenn sie in der Böttcherstraße mal vorbeieilen, halten sie einfach doch mal inne.
Genau, das denke ich auch. Da gibt es so vieles zu entdecken. Das sehen wir auch gleich noch auf weiteren Bildern, wie schön die Böttcherstraße eigentlich ist, wie unterschiedlich sie gestaltet sind. Denn da waren ja zwei Architekten, oder na, eigentlich waren es ja sogar drei am Werk, ne? Ja, natürlich. Es waren mehrere Architekten am Werk, aber auch Ludwig Roselius war ja derjenige, der sich sehr für Paula und ihr Werk auch interessiert hat und sie gefördert hat. Wenn er ja nicht so weiß, ich es ja gewesen wäre, dann wäre Paula wahrscheinlich, ja, heute immer noch recht unbekannt. Ja, er hat die Bilder von ihr gesammelt. Ludwig Roselius war ja ein sehr reicher Mann. Und er hat zum Beispiel dann nach dem Tod von Paula dem Bernhard Höttger ganz viele Bilder abgekauft und hat diese Bilder dann da ausgestellt, in dem Museum, was wir eben gesehen haben. Wobei Paula natürlich, wenn Sie da an Bobs Video denken, nicht bei allen so beliebt war. Nehmen wir zum Beispiel mal Hermine Overbeck, die Frau von Fritz Overbeck. Das sind immer so zwei ganz unterschiedliche Beispiele, Hermine und Paula. Hermine hat immer versucht, den Spagat zwischen Haushalt und Künstlerin hinzubekommen und Ehefrau. Das ist, für Paula gab es da gar keine Alternative. Sie war Künstlerin und Haushalt unter ferner liefen. Und immer wenn, man hat sich ja unter den Malern, Ehepaaren und Malern ja überhaupt im Wuppsiede ja auch besucht und dann wurde auch gekocht. Und immer wenn Paula kochen musste, das wissen wir aus dem Nachlass von Hermine, dann war es so ein bisschen gruselig eigentlich, weil sie nannte sie einfach schlichtweg Butter Paula, weil egal ob es schmeckte oder nicht, wenn es denn schmecken sollte, Butter dran und schon war der Spitzname Butter Paula geboren. Aber wobei man ja schon sagen muss, dass sie eine Haushaltsschule besucht hat, das war ja einer der Voraussetzungen, hat ihr Vater gesagt, wenn du Malerin werden willst, erst machst du das, damit du den Haushalt leiten kannst, sowas musst du können, das ist ganz wichtig. Und da hat sie all diese Dinge ja gelernt, aber es war halt nicht so von Interesse für sie, sondern für sie war immer malen, malen, malen. Das war einfach ihr Ding. Ja, wissen Sie eigentlich, wo Sie das Tor finden? Ja, auch in der Böttcherstraße, genau. Denn auch er, Höttger, Hof. Auch Bernhard Höttger hat seinen Hof und sinnbildlich sicherlich. Es gab eine Zeit, wo Bernhard Höttger nicht ganz so gut gelitten war. Ja, da gab es ja nun viele Künstler, die, sagen wir mal in Anführungsstrichen, als entartet galten. Sie wissen, der Nationalsozialismus, eine ganz schwierige Zeit, wo Menschen in ihrer Entfaltung einfach gehindert wurden, weil sie nicht der Regierung entsprachen. Und Höttger gehörte da auch zu. Es wird viel gemunkelt. Die Literatur beurteilt ist auch sehr unterschiedlich. Aber wie gesagt, er war da nicht ganz so wohl gelitten, auch aufgrund seiner Kunst, seiner Zeichnung, seiner Skulpturen, all das, was er geschaffen hat. Genau, Sie sehen schon hier im Höttgerhof, wenn Sie sich fragen, da gehe ich doch immer durch im Höttgerhof, das kenne ich gar nicht. Ja, schauen Sie sich mal nach links um, wenn Sie reingehen. Links, da sehen Sie dieses wunderschöne Werk an der Wand. Und die Dame hier im Vordergrund, nicht, dass sie wegguckt, weil sie keine Pferde sehen mag. Nein, nein, vorne hier rechts im Vordergrund schließen sich einige Skulpturen an. Und Sie merken schon, ein Besuch im Höttgerhof schon ganz... Das lohnt sich. Gucken Sie mal rein. Aber hätten Sie auch gewusst, dass Bernhard Höttger auch gemalt hat? Also ich hätte es gewusst, aber wahrscheinlich Sie, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, eher nicht. Nein, aber das kann man zum Beispiel im Museum in der Großen Kunstschau in Worpswede kann man das anschauen. Es war nicht ganz so mein Geschmack, muss ich sagen. Also erst habe ich es gar nicht gewusst, als wir das uns angeschaut haben. Es waren doch recht dunkle Bilder, wobei gerade kürzlich uns jemand mal erzählt hat, wenn man die Maler anschaut, dass es da eine Phase gab, wo die Bilder insgesamt sehr dunkel waren. Und der sagte als Begründung, dass an den Zeiten, wo es ihnen nicht so gut ging, da wurden dann auch immer die Bilder einfach dunkler. Ist ja durchaus auch nachvollziehbar. Oder meinst du nicht? Doch, doch. Oh, und das ist auch schön. Ja, sehen Sie, das Museum im Roseliushaus. Genau. Sie wissen dann auch schon, wo diese wunderschöne Scheibe anzusiedeln ist. Und Paula, Ludwig, Bernhard, die Namen sind ganz häufig jetzt auch gefallen. Sie waren ganz ausschlaggebend für ihren Werdegang. Und hier sehen wir eigentlich die erste Werbetafel, die es überhaupt gab, auch beleuchtet. Und zwar von Ludwig Roselius. Schauen Sie mal da unten. Da steht Kaffee Haag. Genau, Tag und Nacht Kaffee Haag. Sehen Sie auch noch links oben nochmal. Und wissen Sie, wie Sie das am besten sehen? Wenn Sie mal hingehen und sich die Zeit nehmen, diese wunderschöne Wand einmal näher anzuschauen. Gerade so um die Abendstunden wirkt sie wunderbar.
Und Sie werden überrascht sein, das finden Sie da auch. Wenn Sie nämlich vor dieser Wand stehen, schauen Sie einfach mal nach rechts und da sehen Sie die Böttcherstraße, ein Beispiel hanseatischen Mäzenatentums. Auch wenn es sicherlich nicht immer ganz unumstritten war. Die Böttcherstraße, was meinst du, Paula, wenn Paula heute noch wäre, was würde sie von ihrem Museum, was würde sie davon halten? Naja, eigentlich war sie eine ganz bescheidene Frau und sie hat es ja auch geliebt, in der Stille zu malen, also in ihrem Atelier im Brünnishof in Worpswede. Am liebsten ist sie alleine gewesen. Sie hat nur ganz wenig Gäste empfangen. Rainer Maria Rilke war zum Beispiel jemand, mit dem sie sich intensivst unterhalten hat, bis denn die Beziehung etwas abflaute durch verschiedene Umstände. Als sie ihm nämlich mitteilte, dass sie Otto Modersohn heiraten wird, da war Rilke doch etwas, sagen wir mal, gebügelt sozusagen, überrascht, weil ich glaube, er mochte sie auch ganz gerne. Tja, Sie merken schon, Paula, sie hat ganz viele Facetten hat sie zu bieten. Und wenn Sie innerlich davor zurückschrecken und sagen, ach Kunst, Kunst ist modern, Kunst ist Kunst im öffentlichen Raum, geben Sie Paula eine Chance. Was meinst du, würde Paula, hätte sie das gut gefunden, Kunst im öffentlichen Raum, was wir hier so sehen? Das denke ich schon, weil sie war ja dafür, dass die Leute Freude an der Kunst haben, dass ihnen die Augen geöffnet werden dafür. Ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass sie das gut gefunden hätte, dass den Menschen auf diese Art und Weise die unterschiedlichen Kunstformen näher gebracht werden. Durchaus. Weil Sie müssen ja immer mal sehen. Früher zu Paulas Zeiten und auch zu Ludwig Roselius Zeiten, da haben reiche Kaufleute viel Geld gegeben, um Denkmäler errichten zu lassen. Denkmäler, an denen wir uns heute noch freuen. So etwas gibt es nicht mehr. Und dafür gibt es eben diese Aktion Kunst im öffentlichen Raum. Und wir sollten das vielleicht nicht immer so verdammen, weil das ist letztendlich die einzige Chance. Ja, das ist natürlich auch Kunst im öffentlichen Raum, aber das, was wir unten gesehen haben, eben da an der Martini-Straße, das ist eben Kunst von heute. Und die ist ja auch nicht schlecht. Es ist halt eben heute, die Zeit hat sich verändert. Und übrigens, wenn Sie denken, es sind nur drei Bremer Stadtmusikanten, nein, nein. Der Hahn ist ganz oben im Dunkel, alles zu sehen. Tja. Und wenn es am schönsten ist, dann muss man die Sendezeit, sie neigt sich langsam aber sicher schon wieder dem Ende entgegen. Ja, das ist bedauerlich, aber keine Frage, wir kommen ja wieder, denn Sie wissen ja sicherlich, dass wir jeden Monat einmal senden und auch für nächsten Monat haben wir schon wieder ein interessantes Thema vorbereitet. Also merken Sie sich das Datum für die nächste Sendung, das wird gleich zum Ende noch eingeblendet und dann würden wir uns sehr freuen, wenn wir Sie dann wieder begrüßen dürfen. Zu unserem Bremer Chronik-Café. Und während sich hier jetzt gleich die Laterne mit dem Mond ein Stelldichein gibt, wünschen wir uns, dass Sie vielleicht Paula eine Chance geben und nicht so wie Arthur Fitger in einer ganz vernichtenden Kritik von vornherein überhaupt gar keine Chance gegeben haben. Also, Paula Becker? Modersohn, es lohnt sich.